So Leute, wir haben jetzt gleich das Abschlusssparring. Wir fahren jetzt gleich nach Frankenthal mit meinem Trainer Valentin Schillagi. Und ja, komm mit und schau zu. Wir müssen noch kurz auf unseren Trainer warten. Der ist schon zu spät. Aber jetzt gehen wir rein. Hallo, guten Abend, Junge. Du bist entscheidend. Außer der will viel mit ihm machen und, mit, und dann, dann hat er mehr Wechsel, weißt du, mehr Sparingspartner, frischer, besser. Schreib zwei Olschein, dann zwei Niklas, dann kann er vier mit Buja machen. Vier Buja. Dann hat er seine acht. Vier. Da. Vorbereitung? Bist du zufrieden? Ja, also die Vorbereitung ist sehr gut. Ich denke, das musst du am besten sogar den Trainer fragen, weil ich sage so, ich bin immer kritisch am Ende des Tages. Der Trainer war aber, glaube ich, zufrieden soweit. Und ja, wichtig ist dann natürlich, dass im Kampf alles läuft, aber auch im Sparring bin ich zufrieden. Ja. Auch wenn ich ein kleines Fallchen habe, das gefällt mir nicht so, aber es war eine Hand irgendwo, wo ich dich auch gepasst habe. Und ja, gehört dazu. Was machen wir jetzt noch, Leon? Wir fahren jetzt zurück nach Frankfurt, gehen ein bisschen was essen, Kaffee trinken, keine Ahnung. Und ja, quatschen ein bisschen, beantworten ein paar Fragen. Danach einen kleinen lockeren Lauf, dann ist für mich die Woche soweit beendet. Du bist zufrieden mit Leons Leistung? Sehr. Ja, muss man immer wieder immer aufpassen, dass man nicht übertreibt. Das große Problem ist als Trainer, wenn der Sportler in Form ist und Leistung bringt, du sagst, nochmal. Und wir müssen sagen, stopp, es reicht, fertig. Mhm. Ausstoppen ist unheimlich wichtig, nur weiter. Irgendwann ist zu viel. Ja, natürlich, ja. Das ist wie beim, wenn du mal gießt Wasser in eine große Glas, Champagner. Papa, irgendwann fällt drüber. Ja. Das ist genauso, wenn du mit der Arbeit. Genug. Okay. Wer voll ist, ist voll. Siehst du, er ist fokussiert, er hat Freude dabei. Ja, genau, das ist. Er ist fantasievoll, er wechselt von einem anderen, freut sich so ganz dabei, emotionsfrei, er ist glücklich damit, dass er so was macht und wie er macht. Wir haben alle gewinnen. Aber das müssen wir uns fokussieren an der Wesentliche und nie übertreiben, nie verkrampfen auf etwas. Sondern bereit sein, von einem Tag einander zu wechseln, von einem Plan einander zu wechseln. Einfach kommt immer wieder. Und vor allem Sache, wo man auch verändern, was verändern muss.
Flexibilität ist verlangt. Fantasie vor der Flexibilität. Trainer. Trainer ist jemand, der hat mich gefragt, ob du auch Privattraining machst. Ich habe ihm ein bisschen von dir erzählt. Nur wenn weiblich ist. Das macht Spaß. Ja. Coole Gruppe. Ja, Mann. Komm gut heim. Auch wenn du zu mir immer sagst, Leon ist hässlich, aber. Ich hab's dir nicht gesagt, aber. Ich hab dir gerade. Ah, ta. Du bist bereit zum Joggen, ja? Ready, aber ich habe mir noch schon nicht. Hier sind die, glaube ich. Jetzt sind wir schon wieder zurück in Frankfurt, waren eben gerade schon wieder was essen, Kaffee trinken und haben kurz verdaut und jetzt mache ich meine zweite lockere Einheit. Vorher reden wir ein bisschen, quatschen ein bisschen. Bis gleich. Also Leute, wie ihr wisst oder wie ihr wahrscheinlich wisst, kämpfe ich um einen großen WBC-Titel am 3.6. Und ja, ich freue mich auf eure Unterstützung. Jetzt ist im Prinzip die Trainingsphase beendet. Wir haben heute, wie ihr gesehen habt, auch schon lockeres Sparring gemacht, beziehungsweise so locker war es auch nicht. Wir haben Sparring gemacht, kann man sagen. Jetzt steht für mich einfach nur ein lockerer Lauf an. Relativ entspannt, 45 Minuten. Und dann die nächsten Einheiten werden alle auch gemächlicher werden. Weil wir wollen ja zum Kampf hin fit sein, Mann, ja? Wie sieht bei dir so ein Weightcut aus? Oder machst du gar keinen? Ich muss sagen, ich gucke immer, dass ich mein Gewicht relativ gut beisammen halte, ja, dass ich nicht zu große Gaps habe, ja, dass ich sage, ich mache jetzt am letzten Tag 6-7 Kilo. Gibt natürlich viele Leute, die sowas auch machen, aber ich für mich halte lieber eine Balance. Kannst du dir vorstellen, in einer anderen Gewichtsklasse zu kämpfen? Definitiv, also ich habe auch schon in einer anderen Gewichtsklasse gekämpft. Ich habe vor, glaube ich, 2 Jahren im Supermittelgewicht gekämpft. Es gab schon mehrere Überlegungen, ob ich mal einen Versuch dort starte. Ich kann mir auch vorstellen, irgendwann mal die Gewichtsklasse drüber zu kämpfen. Momentan fühle ich mich in dieser Gewichtsklasse sehr wohl. Alle großen, richtig großen Boxer oder viele richtig große Boxer haben natürlich in mehreren Gewichtsklassen ihr Glück versucht und sind dann letzten Endes dort auch erfolgreich gewesen. Deswegen ist es natürlich ein Langzeitziel irgendwann von mir, ja, beziehungsweise könnte ich mir gut vorstellen. Ne? Wie planst du deine Vorbereitung vor einem Kampf? Also ich muss sagen, meine Vorbereitungen in der Vergangenheit waren oft so, dass ich sehr fokussiert war auf meinen Kampf und nicht viele Ablenkungen zugelassen habe. Also ich habe dann teilweise mein Handy wochenlang vorher weggelegt, war dann nur über einen Zweithandy für ganz bestimmte Leute erreichbar. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen geändert. Ich versuche natürlich logischerweise effizient zu sein, aber ich glaube, dass es nicht immer das Effizienteste ist, wenn du dich komplett abschottest. Ich glaube, du musst natürlich fokussiert sein, aber du darfst den Spaß an der Sache nicht verlieren. Und gerade wenn es eine lange Vorbereitung ist, dann kannst du nicht alle menschlichen Aspekte in deinem Leben außer Boxen abkapseln. Ja, du musst irgendwie natürlich mit Leuten interagieren und du musst Spaß bei der Sache haben. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ja? Spaß bei der Sache, und mit dem Spaß kommt dann auch der Erfolg. So Leute, heute Morgen Sparring gehabt. Jetzt steht für mich im Prinzip nur noch ein lockerer Lauf an. Ich würde mich freuen um Support und ich hoffe, dass ihr da seid und mich unterstützt. Bis bald.